So, heute geht's erstmal zur wirklich ersten krassen Level-Session im Offi und sogar mit einem Wackeliger, wobei ich mir noch nicht genau Gedanken gemacht habe, wie ich das Ganze dann in Darkon oder in Rathese oder sonst irgendwo mal machen will. Aber okay, ist egal. Ja, ich habe einen Leecher, ich habe ganzes Equipment wieder zurückbekommen, weil Xerpeter irgendwie, also die Wette war irgendwie, glaube ich, nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Hat die dann, glaube ich, nochmal irgendwie verändert, beziehungsweise hat nochmal neu verhandelt. Eigentlich wollte er jetzt um nicht nur 100, sondern sogar 300 € wetten. Nur irgendwie ist er nicht mehr online. Meinte irgendwie, geht einkaufen und dann kam er nicht zurück. Keine Ahnung, was da los ist. Party ist übrigens super benannt. Und es ist er auch. Ach so, deswegen ich. Ja. Viel Spaß, falls du Video machst. Danke, danke. Okay, genau. Also, wir haben Amplis an. Wir haben hier einen Leecher da. Wir laufen erstmal, weil ich jetzt nicht die ganzen 11%. Krass. Okay, also wie gesagt, wir haben das Leecher, wir haben Amplis. Wir haben aktuell ein doppeltes EXP-Event. Das heißt, wir haben aktuell 100, 200, 280% EXP mehr. Also, wenn ich jetzt klein leveln würde. Oder wie war es mit dem EXP? Ich verwechsel das immer. Ich weiß, Link gibt 10% Damage pro Filler. Also pro Member, pro Party-Member. Ich weiß aber jetzt gerade nicht genau, wie das dann läuft mit hier Dingensen. Mit EXP. Ob das dann auch jeweils 10% gibt oder ob das dann irgendwie 100% gibt. Ah, nee, ich glaube wahrscheinlich auch bloß 10%, weil ansonsten, wie willst du das kalkulieren? Wäre sonst ein bisschen komisch. Oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, genau, 100% Attack Speed erreichen wir hier mit den ganzen Beats und so. Alter, ey. Diese EXP, Mann, leck mich am Arsch. Okay, wir haben jetzt nur das ganz große Problem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich den Leader leveln soll. Also, klar, wie man leveln soll, ist jetzt schon klar. Aber das ist gerade ein logistisches Problem, weil der muss irgendwie hochkommen. Und ich meine, ich müsste eigentlich jetzt danach. Wobei. Nee, geht, oder geht das? Warte mal. Denken, denken, denken. Wie kriege ich den Leecher jetzt? Nee, ich krieg den halt nicht in den Garten von Rhesus, oder? Ja, oder ich level halt irgendwie kurze Zeit ohne Leech, bis die Amplis aus sind. Gehe dann drüber auf den Leech, mach den dann auf Level 20. Und dann geht die ganze Party wieder weiter oder so. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Irgendwie so müssen wir es wahrscheinlich machen. Ja, Mann, Alter. Es ist, Alter, 5,5k Crit einfach. Yo, Mann, Offi. Offi for the win. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch wirklich relativ lange gebraucht, bis ich immer das Ganze hinbekommen habe. Ich musste einfach nur einen Account erstellen. Dafür musste ich natürlich dann erstmal einen Google-Account erstellen. Ich weiß, ich glaube, man kann auch bei Boris selbst einen Account erstellen, aber das habe ich dann irgendwie verdrängt. Auf jeden Fall, ich habe um 0:19 Uhr angefangen und war um 0:39 Uhr fertig. Ich habe wirklich 20 Minuten gebraucht, um mir einen Account zu erstellen, um mich einzuloggen. Weil das Lustige ist, wenn du bei Google einen Account erstellst, dann wirst du auf allen anderen Accounts ausgeloggt. Das heißt, wenn du mit einem anderen, also wenn du dich ansonsten mit Bora mit einem Account einloggst, mit dem ersten Google-Account, dann geht das ganz normal. Beim zweiten Google-Account will ich automatisch den ersten Google-Account einloggen und dann fragt dich natürlich wieder, Account bereits verbunden, willst du den und den kicken? Das heißt, du musst erst wieder in den Browser reingehen, musst dich da manuell bei Google anmelden. Und dann kannst du dich erst wieder entschleifen. Es ist so ein Abfuck, Alter. Ich meine, wer sich auch immer das ausgedacht hat, man, das ist schon echt scheiße. Muss ich sagen. Aber gut, ich will es nicht nur die ganze Zeit flamen. Es gibt ja auch ein, zwei coole Sachen hier. Bitte sagen, ich kann es machen. Aber ich kann es natürlich nicht machen, Mann. Die Schleifentwickler denken halt echt auch immer von der Wand bis zur Tapete. Oder andersrum, hast du gesagt. Warum kann ich hier kein Element drauf machen? Ich meine, ich weiß, man soll hier kein Geld verschwenden, diesen Waffen, die dann sowieso verschwinden. Es ist zwar ein schöner Anfängerschutz, aber trotzdem hätte ich ja ganz gerne ein Element drauf, damit ich halt mein Empower-Weapon nutzen kann. Aber so weit denken die irgendwie nicht. Das ist irgendwie echt bitter. Also, ich meine nicht, dass hier diese 11% Attack gebraucht werden würden oder so. Definitiv nicht, aber ich meine, schön wäre es natürlich trotzdem.
Die leveln drei Leute und Spawn ist einfach komplett RIP. Aber ja, gut. Ich meine, es gibt schlimmere Spawns, die wir auch bald erreichen werden. Aber ja. So, bam. Ich habe auch vorher einen alten Account, also einen alten Charakter von mir gefunden, beziehungsweise ich habe mich so zufällig eingeloggt, muss ich eigentlich sagen. Irgend so, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ich glaube irgendwie der Name ist Grinch. Ich glaube Ele Forever oder so habe ich den genannt. Und da habe ich meine erste Gilde drauf. Meine erste Gilde, die ich in Flive gemacht habe. Das war, ich glaube, das habe ich damals mit einem Ringmaster gemacht. Da hatte ich meinen komplett verskillten Ringmaster. Das war Mitte 2008. Diese Gilde ist 12 Jahre alt. Ich meine, das muss man sich ja mal geben. Ich meine, in der Gilde sind, glaube ich, 10 Leute oder 12 Leute so drin. Also wirklich niemand quasi. Aber Alter, als ich gerade die alten Namen gesehen habe von den Leuten. Puh, ganze Haut. Wirklich ganze Haut. Und ich meine auch die ganzen Freunde, die ich hatte, da irgendwie. Ich meine, von den ganzen Leuten hast du halt nie wieder was gehört und. Ja, es ist halt echt schwierig irgendwie. Ich meine, ich habe auch einen Real-Life-Freund. Ich weiß nicht, vielleicht schon aktuell zu, aber ich habe halt einfach zu. Ich meine, gut, ich war derjenige, der wohl die ganzen Kontakte abgebrochen hat. Also die Real-Life-Kontakte zumindest. Aber andererseits muss ich halt auch sagen. Ja, war das halt. Ist das halt oder war das halt für mich einfach besser? Also, ich weiß es nicht, aber ich bilde es mir zumindest ein, dass es besser ist. Vielleicht auch nicht oder vielleicht auch. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, die ganzen alten Namen, die ganze Nostalgie hier, die ganzen Erinnerungen, die einfach damit verbunden sind. Wisst ihr, ich meine, das sind nicht nur einfach irgendwelche Namen, die man halt so sieht, wo man sich so denkt, so ja, okay, gut. Da, den habe ich mal irgendwann angeladen, die Gilde, oder den kenne ich nicht mehr, oder keine Ahnung. Sondern halt, das sind teilweise Namen, das sind halt wirklich Erinnerungen mit, verbunden, mit denen man vielleicht früher mal gelevelt hat, so Tag und Nacht, und denen, wo man vielleicht so erzählt hat, so, yo, ich habe gerade Schule geschwänzt und so für Flives. Halt sowas einfach, und dann sind ja auch diese Flive-Beziehungen entstanden. Ich meine, kennt die noch so jemand? Damals halt so, wo man halt dann. Es war halt wirklich Roleplay-mäßig dann teilweise auch. Und ich meine, wer hatte nicht so seine erste Fly-Freundin? Hatten viele. Einige. Irgendwann hat es, glaube ich, jeder mal gehabt, irgendwie. Irgendwie diese eine oder diese paar Spieler über die ganzen Jahre, die man so ins Herz geschlossen hat und so. Mit denen man halt dann irgendwie. Weiß nicht. Ich meine, brauche ich nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt, das sind einfach so die Erinnerungen, und ja. Das Problem ist halt, und das ist echt schade an dem Ganzen, ist halt, dass A, diese Zeit nie wiederkommen wird. Das ist das eine ist so trauriger. Und das andere ist halt einfach auch, zum großen Teil werden diese Zeiten noch nicht wiederkommen, weil diese ganzen Accounts mittlerweile gelöscht sind. Ich meine, klar, man kann natürlich jetzt immer so sagen, ja, jeder ist selbst schuld und verantwortlich und so, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, wer jetzt irgendwie mal Flive gequittet hat, der wird von diesem ganzen Drama und von diesem ganzen Zirkus nichts mitbekommen haben. Also, wow, du hast einen Monat Zeit, einen Account zu übertragen. Und falls du nicht up-to-date bist von dem Ganzen, wirst du, ja, weiß nicht, wie kriegt man das mit? Eigentlich wahrscheinlich gar nicht, also ziemlich sicher gar nicht. Und ja, es ist halt ziemlich beschissen, muss ich sagen. Also man hätte das Ganze wirklich so viel besser lösen können, aber man hat es halt irgendwie nicht gut gelöst, meiner Meinung nach. Naja. Hier Doppel-X. Ich weiß nicht, was dieses Schatzsuche-Event ist. Ich muss auch sagen, ich struggle hier einfach generell wirklich einfach simple Patch-Notes oder Event-Notes oder so zu finden. Ich weiß auch nicht, woher die ganzen Leute jetzt hier wissen, dass heute ein XP-Event läuft. Ich war im Forum, habe nichts gefunden.
Ich war auf der Website, habe nichts gefunden, es steht wirklich gar nichts drin. Abgesehen davon, dass die Website absoluter Müll ist. Sorry, aber ist so. Warte mal, ich kann mal schauen hier. Ankündigungen im Discord. DE Live Official. Okay, auch in den Ankündigungen steht nichts drin. Gibt es einen Event-Channel? Habe ich irgendwas vielleicht übersehen oder so? Spieletipps allgemein auf Topic Bot Spam, Ankündigung willkommen, bla 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 bla. Es gibt halt auch kein Event schon. Ich weiß nicht, woher die Leute überhaupt wissen, dass heute ein, also dass jetzt ein Event läuft. Ich sehe das nirgendwo. Hier Serverwartungs-News. Oder Serverwartungs-Gedöns. Da stehen auch keine Patch-Notes oder so für die Serverwartung drin. Also was halt Websen damals immer gemacht hat, da steht halt wirklich nie irgendwas. Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, woher ich diese Informationen jetzt kriege oder wo ich die herziehen kann. Irgendwie muss man sie aus den Fingern saugen oder so, ich weiß es nicht. Alter, 3,6K Attack. Ich meine, es fragt sich natürlich dann auch, wenn wir uns dann vielleicht später mal keinen Astri leisten können, weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich meine, ich glaube, selbst Tower wäre halt wahrscheinlich schon krass. Oder halt irgendwie ein Material leveln. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie einen einigermaßen guten Spawn hat, wenn man das Zeug jetzt hier 1 oder 2 hittet, na okay, gut, 1 hittet das übertrieben, aber 2 oder vielleicht sogar 3 hittet, ich meine, das ist im Prinzip scheißegal, wo du levelst. Also, das solltest du ja wirklich, sollte man wirklich XP kriegen wie Sau eigentlich. Die Party levelt auch wie Sau. Jetzt nicht direkt durch mich, ich meine, ich krieg 3% also durch mich, oder? 2, 3% ungefähr. Aber sonst so. Na, okay, ich muss es hier irgendwie weg, irgendwie. Das ist halt echt problematisch aktuell. Aber ich krieg halt mein Lied schon nicht nach Ding rüber. Ach, Mann, ey. Ich weiß auch nicht, warum man das Ganze hier mal nicht geschissen kriegt, dass mir einfach mal Fliegen auf Level 1 setzt. Ist einfach bitter. Naja. So, Blinkwing of Town. Town Blinkwing. Tja. Ich überlege halt auch gerade ernsthaft, wann es halt Sinn macht, dass man eine andere Waffe nehmen. Ich meine, klar, hier einen. Oh, ich brauche irgendein Board, was langsam ist, oder ein anderes, was schneller ist. Habe ich noch irgendwo was? Keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen irgendwie. Quests können wir, glaube ich, nicht abgeben. Haben immer noch viel. Oder wobei 20 Stück. Ich glaube, gerade 30 oder so, oder? Für die Ehefrau. Nee, Karin haben wir nicht. Ah, jetzt kann man die nicht annehmen, die Quest. Ripp mein Leben, Alter. Naja, okay. Ich sehe gerade eben schon die Herbstmap drin. Krass. Na gut, jetzt haben wir was. Okay, jetzt haben wir Oktober. Na, kommt schon hin. Wäre Fly im Geschäft, also hier so ein Lebensmittelgeschäft, dann wäre wahrscheinlich schon wieder Weihnachten oder so, wären schon die Wintermaps drin. Wäre schon das Santa-Event und so drin und keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Die Flug-KI ist eigentlich auch so. Ich weiß nicht. So verbesserungswürdig, sagen wir einfach mal so. So, gehen wir mal kurz zum Kreis da. Wir können eigentlich. Eigentlich könnten wir generell direkt nach Darkon. Aber das Problem ist halt, ich komme auch nicht nach Darkon so schnell. Ich meine, bis ich hier in Darkon 1, bis ich jetzt wirklich von Darkon 2 nach Darkon 1 laufe. Also von Darkon City nach Darkon 1. Ja, oder verkehrt ja eine halbe Stunde oder so. Ich meine, es fehlen vielleicht an so simplen Sachen. Irgendwie einfach einen fucking Blinking nach Darkon 1. Es würde halt so viel erleichtern irgendwie. Oder halt einfach einen Teleporter, wie es auf Pesa halt üblich ist.
ich meine, diese 3 Pena, die man jetzt dadurch irgendwie dann spart, das bricht nicht die Meter, also keine Ahnung. Aber ja, da redet man dagegen Gegenwände. Okay, Schaden ist immer noch gut, XP sind dafür jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. 8 Minuten noch Ampli. Ja gut, okay. Das ist in Ordnung. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch eine Timelapse einbaue von 8 Minuten oder ob ich jetzt das Ganze gerade noch schnell so kommentiere. Bin ich bei 22 Minuten. Na, ich mach's. Ich mache ein längeres Video, das glaube ich passt schon. Bin jetzt nämlich aktuell schon 0:08, also 1 Uhr nachts. Und das nochmal ein Video schneiden und rendern und uploaden. Das dauert dann noch ein bisschen zu lang. Und deswegen, naja. Alter. Ich muss zu diesen Dingern da hinten gehen, die mir gerade nicht einfallen. Wie heißt denn die Rollo? Rollo oder so? Nee, heißt anders. Wheelam, okay. Einfach weil alle Monster so schnell sterben. Aber ich glaube, es war irgendwie eh so, dass die ziemlich gute XP geben. Mal schauen, wie lange wir für die Dinge brauchen. Alter Schwede, ey. 4, okay, wir kriegen zu wieder 2% each. Jo. Wie wir den Ding einfach weghauen, das ist einfach unmenschlich, das ist brutal. Und ich meine, Dinger haben auch wirklich einen guten Spawn, hier levelt nie jemand. Das ist halt eigentlich perfekt für uns. Hitbox for the win. Ja, ich meine, wenn wir das Event hier ein bisschen ausnutzen würden, ich meine, halt morgen kann man natürlich auch nochmal Ultras aktivieren. Aber da müsste ich mir halt einfach, da müsste ich mir eigentlich den ganzen Tag Zeit nehmen und da müsste ich jetzt eigentlich auch schon im Bett liegen, weil. Ja, oder ich. Nee, warte, ich überlege gerade, wenn ich die mittags aktiviere. Warte mal, Sonntag, Montag. Montag dann früh aufstehen. Boah. Ich weiß es nicht. Oh, Level 60er Amplis. Ja, das ist nice. Warte mal, die Frage ist, bringen die aktuellen Amplis jetzt eigentlich noch was? Nach Level 40? Wie lange halten die? Ne, die bringen weiter was, oder? Die bringen weiter in 2%, okay. Trotzdem ist halt voll Premium. Ich meine, hier immerhin immer wieder 2 Amplis. Ist halt nice. Ist richtig nice. Ja, also wie gesagt, an sich könnten wir schon durchziehen. Das wäre jetzt nicht das Ding. Nur, da stellen sich jetzt einfach eine ganz glatt an Problemen. Zum einen, ich meine, hier den ganzen Tag Flive durchsuchten ist natürlich schon echt nochmal eine ganz, ganz andere Story. Und Problem Nummer 2, ich will das Ganze aufnehmen. Und ich kann natürlich jetzt keine 10 oder 12 Stunden am Stück aufnehmen. Wie gesagt, ich habe damals meine 8 Stunden am Stück aufgenommen. Und da hat man sogar zumindest so Minipausen drin, beziehungsweise. Alter, hier schon das Spawn. Und da war noch Tom dabei. Das heißt, wir haben uns das Commentary quasi so zweigeteilt. Also, es hat jetzt keiner die ganze Zeit dann geredet, sondern es haben wir quasi ein bisschen aufteilt. Also halt so ein ganz natürliches Aufteilen quasi. Und ja, das ist natürlich jetzt schon mal so ein Unterschied auf alle Fälle. Weil wenn du jetzt hier alleine hockst und das Ganze dann machst, ich meine, das machst du nicht 8 Stunden. Also ich meine, Flife ist halt ein Game, wo du wirklich, wo du es nicht einfach mal so da hocken kannst und dann so mal 2 Minuten nichts sagen kannst, wie es vielleicht aus meinen, keine Ahnung, in Elder Scrolls so ist, wenn dann irgendein Questdialog läuft oder wenn irgendwie, wenn irgendwas anderes passiert, wo man vielleicht gerade irgendwie nichts sagen muss, irgendein World Event oder so, dann, ja, dann geht das. Aber ich meine, in Flife, ja, da ist es halt so eine Sache. Halt 3% pro Monster. Hä, aber auch nicht immer, oder wie? Hä?
Hä, okay, das ist voll komisch gecodet. Also ich meine, Fluff ist generell komisch gecodet. Hä, einmal gab es 3%, jetzt gab es nach 3 Monstern 1%. Es gibt wieder nach 3 Monstern 1%. 25 haben wir, jetzt kommen die 26, oder? Genau. Hä, okay, also verstehe ich nicht ganz, aber ist okay. Ich weiß, ich kann, glaube ich, irgendwie teilweise was Gutes rauskommen. Aber ich halte es irgendwie eher so ein bisschen für. Naja, weiß ich nicht genau. Ich meine, es soll möglich sein, aber ich habe zumindest bisher noch nie wirklich was Gutes rauskommen sehen da. Also, aber gut, ich meine, muss natürlich zusagen, ich erwarte natürlich hier so aus dieser Art von Loot oder Lucky Box natürlich was anderes als jetzt der durchschnittliche Office-Spieler. Also ich meine, meine Ansprüche, das sind halt so ein bisschen andere. Dass ich mir, ich denke mir dann so, ja, okay. Hier und da mal ein Astri-Ticket, hier und da vielleicht mal ein Ampli oder ein Ultra. Gut, ein Ultra vielleicht nicht, aber ein Ampli hier mal oder so. Vielleicht Beats oder so. Das sind halt so meine Ansprüche, aber da holen halt dann so die übliche, naja, auf die Realität wieder relativ schnell ein. 2 Minuten noch. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher, wie ich diese Ultras hier einsetzen will, weil, wie gesagt, ich meine, streamen, das mache ich im Prinzip nicht mehr und das ist auch nicht mehr so mein Ding. Es war noch nie wirklich mein Ding. Also, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Und ich meine, halt 10 Stunden kommen, also 10 Stunden Video nachkommentieren wäre eine Option, aber ist halt auch wieder nicht cool und ja, Offscreen ist auch keine Option, weil ich meine, ich spiele Off hier eigentlich eher für euch, nicht für mich. Das klingt so ganz komisch, aber ich denke, ihr wisst, warum das Ganze. Also ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier das Ganze nicht für Let's Play machen würde, dann würde ich jetzt keinen neuen Charakter mehr anfangen. Nachdem jetzt halt eben Bora nicht so viel war, den alten wiederherzustellen. Und ja, deswegen jetzt hier irgendwie offscreen das Ganze spielen, ist natürlich einfach keine Option, weil ich meine, ich hocke mich jetzt nicht für einen ganzen Tag dahin und das mache ich jetzt nicht. Also offscreen ist halt mir auch viel einfach nicht mehr wert. Das bin ich euch ganz ehrlich. Ist einfach die Wahrheit. Und ich weiß, ja, könnte man natürlich jetzt wieder rumlügen und ich weiß, manche YouTuber machen das so und sagen, wie cool sie ein Spiel finden und so. Und sobald die Aufnahme aus ist, dann lasst sie erstmal ihre Luft ab. Gibt solche und solche. Ich sag's euch halt einfach ganz ehrlich und ich habe Spaß, wenn ich das Ganze uploaden kann, wenn ich das Ganze kommentieren kann, wenn ich ein bisschen reden kann. Und wie gesagt, ich meine, Flife ist halt positiv, negativ, aber für mich jetzt in dem Moment positiv. Einfach ein Spiel, wo man einfach ein bisschen frei erzählen kann, wo man ein bisschen frei reden kann. Was halt im Prinzip eigentlich vergleichbar ist, ansonsten nur mit Minecraft oder so. Wo halt eben damals die legendären Kronk-Folgen da waren, wo halt einfach Zeit hatte, wirklich über alles zu reden. Und wo halt einfach nicht das Ganze so dieses typische, langweilige Let's. Ja, nicht langweilig, aber dieses Let's Play-Gedöns, wo man halt die ganze Zeit nur über irgendein Spiel redet, wo man irgendeinen Quest-Dialog vorliest und ich finde das so schlimm irgendwie. Ich weiß nicht, aber ich kann mir Let's Plays nicht geben. Ich denke mir immer so, warum liest du diesen Quest-Dialog vor? Ich kann es selbst lesen. Also, das ist halt. Keine Ahnung. Ich meine, wenn ich jetzt eine Einschlafgeschichte hören will, dann würde ich das Ganze wahrscheinlich cool finden. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Let's Play schaue und entertain werden will, dann will ich jetzt nicht irgendeinen Typen haben, der mir alles vorliest. Also das finde ich irgendwie super, super stressig, aber naja. Wie gesagt. Ja, Amplis sind aus. Ich level dann mal noch in der nächsten Folge, nicht offscreen, in der nächsten Folge dann noch schnell den Leech auf Level 20. Mit doppelten XP-Band geht es ja richtig schnell. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.